Hallo, liebe Deutschlernende. Heute möchte ich mit euch über das Hochstapler-Syndrom sprechen. Ja, das Hochstapler-Syndrom. Was ist ein Hochstapler? Nun, ein Hochstapler ist ein Betrüger. Jemand, der vorgibt, etwas anderes zu sein, um Ressourcen zu bekommen, ja, um etwas zu stehlen, aber nicht indem er Gewalt anwendet, ja, direkt Gewalt anwendet, sondern indem er lügt, indem er falsche Dinge erzählt, um ja, von anderen Leuten Geld zu bekommen. Und das Hochstapler-Syndrom ist ein psychologisches Syndrom. Und zwar Leute mit dem Hochstapler-Syndrom fühlen sich, als wären sie Betrüger. Sie sind keine Betrüger, aber sie fühlen sich, als wären sie Betrüger. Und das Faszinierende ist, dass viele Leute, die sehr erfolgreich sind, dieses Syndrom haben. Ja, manche Leute, zum Beispiel Leute, die du im Fernsehen siehst, ja? Schauspieler, Nachrichtensprecher, die haben manchmal das Gefühl, sie wären Betrüger. Ja? Manche Leute, die viel gelobt werden, ja? Also zum Beispiel ein berühmter Schauspieler, ja? Wo ganz viele Leute sagen, oh, er ist so toll und so weiter. Ja? Und dieser Schauspieler, der denkt sich manchmal, wow, ich glaube, ich bin ein Betrüger. Ja, ich kann das doch alles gar nicht so gut. Ja? Und ich denke, das liegt daran, dass wir unsere eigenen Fähigkeiten und unseren eigenen Wert unterschätzen. Ja? Wir haben viel mehr Wert, als wir eigentlich denken. Und wenn wir dann den Wert bekommen, der uns zusteht, dann fühlen wir uns wie ein Betrüger. Ja, ich denke, es ist ein faszinierendes Konzept. Und für dich heißt das, dass du viel mehr wert bist, als du denkst. Ja? Ich meine, wenn Leute ganz erfolgreich sind und sich wie Betrüger fühlen, es aber nicht sind, ja, dann heißt es für dich, du schätzt vielleicht auch deinen eigenen Wert nicht richtig ein. Ja? Du bist vielleicht auch viel wertvoller, als du denkst. Ja? Und du verdienst mehr Lob, als du denkst. Ja? Gerade Leute, die sehr bescheiden sind, die nicht viel gelobt werden möchten, ja? Die fühlen sich dann eher wie ein Betrüger, wenn sie viel gelobt werden. Ja? Weil es eine große Differenz ist zwischen dem, wie sie sich fühlen und dem, wie die Welt auf sie reagiert. Okay? Du bist viel wert, ja? Du kannst viel leisten und du bist kein Betrüger, sondern du verdienst alles, was du bekommst. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Tschüss!